طيب. Was ist mit dem Hadith al-Thaqalayn gemeint? Was ist mit dem Hadith al-Thaqalayn genannt? Diese Überlieferung benutzen gerne die Schia. Und zwar wurde in einer Überlieferung gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Imam Ahmad von Zayd ibn Arqam, es wurde in dieser Überlieferung gesagt, Udhakkirukumullaha fi ahli beyti. Ich erinnere euch an meine Familie. Meine Familie, meine Familie. Und er sagte das dreimal. Warum benutzen die Schia diesen Hadith? Weil sie sagen, Ahlul Bayt hat eine Sonderstellung. Erstmal hassen die Leute der Sunna Ahlul Bayt. Ja oder nein? Nein. Sie hassen sie nicht. Aber was wollen die Schia uns damit sagen? Sie wollen damit sagen, dass das das Wahre ist, was zu befolgen ist in jedem Fall. Dann sagen wir ihnen, es gibt doch ein Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, At-Tirmidhi und bei anderen, Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafai rashidin. Ihr sollt euch an meiner Sunna festhalten und an der Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa. طيب, warum nimmt ihr nicht den Hadith? Wer sind die rechtgeleiteten Khulafa? Erstmal, Abu Bakr Siddiq, lieben sie ihn? Sie hassen ihn wie die Pest. Umar ibn al-Khattab, lieben sie ihn? Nein. Das ist doch ein Hadith. Warum hält ihr euch nicht daran? Warum verfluchen sie Aisha? Und in derselben Überlieferung bei Imam Ahmad von Zayd ibn Arqam, als Hussein, Zayd ibn Arqam, der den Hadith überliefert hat, und es gibt eine Regel in der Hadithlehre, derjenige, der den Hadith überliefert hat, das meiste Wissen über den Hadith selber, weil er ihn auch überliefert hat. Hussein sagte in dieser Überlieferung am Ende von diesem Hadith von Imam Ahmad, sie nimmt nur den einen Teil, ich erinnere euch an meine Familie, da sagte Hussein zu Zayd ibn Arqam, er sagte zu ihm, und zählen die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch dazu? Er sagte, sie gehören auch dazu. Wo ist der Respekt der Schia gegenüber Aisha radiallahu anha? Wo ist der Respekt der Schia gegenüber den anderen Frauen? Sie verfluchen Aisha und sagen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala 10 Ayat in Surat An-Nur über die Unschuld von Aisha radiallahu anha offenbart hat, sagen sie trotzdem, Aisha ist eine Zania. Wal'iyadu billah. Überlegt mal. Yani jetzt kommen sie uns mit einem Hadith. Ihr solltet wissen, die Schia akzeptieren überhaupt nicht die Hadithe. Sie akzeptieren nicht die Hadithe. Aber was denkt ihr, warum nehmen sie diesen Hadith? Ich erinnere euch an meine Familie. Warum kommen sie mit diesem Hadith? Weil er ihnen passt. Befolgung des Gelüstes. Ist Ahlus Sunnah so? Yarhamkullah. Jetzt eine Frage. Ist Ahlus Sunnah so? So, wenn wir sagen, Ahlul Bayt, zum Beispiel Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, das ist der geehrteste von Ahlul Bayt. Hat Ahlus Sunnah ein Problem mit ihm? Überhaupt nicht, oder? Mit Al-Hussein? Mit Al-Hassan? Wir haben keine Probleme damit. Aber haben Sie ein Problem mit Omar und Abu Bakr? Sie haben ein gewaltiges Problem mit ihnen. Und daher, liebe Geschwister, wisset, diese Leute spielen mit der Religion. Das kann man so sagen. Wir sagen, es gibt diesen Hadith, richtig. So, aber was bedeutet dieser Hadith? Bedeutet er, dass Ahlul Bayt ma'sum ist, das heißt fehlerfrei? Antwort nein. Wie können sie fehlerfrei sein? Niemals können sie fehlerfrei sein. Aber das wollen sie letztendlich damit sagen, dass sie ma'sum sind. Tayyib. Wir haben gesagt, wer ist der Höchste von Ahlul Bayt? Ali ibn Abi Talib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn ein paar Mal korrigiert wegen seinen Fehlern. In einer Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, dass er nicht die Tochter von Abu Jahl heiraten darf, während er mit Fatima, der Tochter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, verheiratet ist. Denn er war der Ehemann von der Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von Fatima. Radiyallahu anha wa ardaha. Dann kam das Angebot, dass er die Tochter von Abu Jahl heiraten konnte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht erlaubt und hat ihn dafür gerügt. Eine andere Sache, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anha, er hat eine Fatwa gegeben bezüglich einer Frau. Ihr Ehemann ist gestorben und sie war schwanger.
normalerweise, wenn der Ehemann stirbt, wie lange ist die Idda von einer Frau? 3 Monate. Nein? 4 Monate und 10 Tage. Das gilt aber nicht, wenn die Frau entbindet, dann ist nach der Entbindung schon die Idda fertig. Das wusste Abu Sanabil nicht. So hat er eine Fatwa gegeben und Ali radiallahu anhu hat eine Fatwa gegeben, die nicht richtig war. Wenn er unfehlbar ist, das heißt Masum ist, warum hat er diese Fehler gemacht? Und trotzdem ist er ein geehrter Sahabi. Und das ist der Unterschied zwischen uns und ihnen. Wir nehmen diese Überlieferung, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich erinnere euch an meine Familie, wir sagen, das bedeutet, wir sollen sie ehren. Und wir sollen sie respektieren. Respektieren, was Abu Ja'far al-Tahawi rahimullah ta'ala sagte, wir meinen wen von Ahlul Bayt? Diejenigen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf beste Art und Weise gefolgt sind. Wir meinen nicht seinen Onkel Abu Talib, der als Kafir gestorben ist. Wir meinen nicht Abu Lahab. Wir meinen nicht Abu Jahl. Wir bleiben bei denen, die auch den Fußstapfen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt haben. So, jetzt ist die Sache so, dass wir sagen, wir sollen sie ehren. Richtig. Und wir sollen sie respektieren. Wir machen das. Wo ist der Respekt der Schia gegenüber Abu Bakr as-Siddiq und Umar? Und der Prophet sallallahu alaihi sagte ganz klar, nicht nur in einer Überlieferung, Udhakkirukumullaha fi ahli bayti, ich erinnere euch an meine Familie, in einer anderen Überlieferung, Kitab Allah wa sunnati. Und diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und Sheikh al-Albani sagt in Sahih al-Jami'a, dass sie authentisch ist. Das heißt, ich erinnere euch an dem Buch Allahs und meiner Sunna. Tayyib, Frage, wieso nehmen Sie diese Überlieferung nicht? Sagen Sie, diese Überlieferung ist schwach. Was habt ihr mit Hadithlehre zu tun? Die Hadithe haben doch bei euch überhaupt keinen Wert. Seit wann unterscheidet ihr zwischen schwach und stark? Bukhari und Muslim hat keinen Wert. Deswegen, liebe Geschwister, versteht, mit wem ihr redet. Yani, subhanallah, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Kitab Allah wa sunnati, das Buch Allahs und meiner Sunna. Wenn Sie sagen, diese Überlieferung ist nicht authentisch, da gibt die Überlieferung, wir haben genug Überlieferungen, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ihr sollt an meiner Sunna festhalten und der Sunna meiner rechtgeleiteten Khulafa. Wo ist diese Überlieferung von euch? Und vor allen Dingen, kann es sein, dass der Prophet sallam seine Sunna auslässt in einem Hadith? Soll das der ganze Hadith sein? Natürlich wird er uns an die Sunna erinnern. Alleine wenn er sagt, Allahs Buch, was ist in Allahs Buch bestätigt? Die Sunna. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Was euch der Gesandte gibt, so nimmt es. Und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch. وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Und fürchtet Allah, Allah ist streng im Bestrafen. Was heißt diese ganze Sache für uns? Diese Leute haben nur ein paar Wörter gefunden, die ihnen gefallen haben. Aber letztendlich sind es nicht Leute, die die Religion befolgen wollen. Sonst hätten sie die anderen Überlieferungen mit übernommen. Und sie würden auch Ahlul Bayt ehren mit wem? Mit den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die sagen dir, die gehören nicht zu Ahlul Bayt. Warum nennt Allah azza wa jal sie dann in Surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum rijs, damit Allah azza wa jal den Makel von euch entfernt, o ihr Frauen. Wa yutahhirakum tathira, und damit Allah azza wa jal euch vollständig reinigt. Wie hat Allah sie genannt in dieser Ayah? Ahlul Bayt. Und das war eine Ansprache an die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt Familienangehörige. Warum respektiert man nicht Aisha? Wo ist das Problem? Und daher, liebe Geschwister, wisset, diese Leute wollen letztendlich nur begründen, wir haben Ahlul Bayt und diesen Masum und deswegen folgen wir ihnen in allem. Wir sagen, das ist falsch, wir haben nicht nur Ahlul Bayt, wir haben in erster Linie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn ihr unsere Hadithe akzeptiert, dann akzeptiert sie im vollständigen Umfang und sucht euch nicht heraus, was euch gefällt. Und ihr lasst, was euch nicht gefällt. Und daher, wisset immer, mit wem man redet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen. Wallahu ta'ala ala wa a'la.